Wir starten in die neue Woche mit den News und das haben wir heute für euch. Und damit hallo zu den RTL 2 News, wie immer live aus Berlin. Ja, was geht bloß in deren Köpfen ab? Kurz vor Halloween erreichen uns täglich Dutzende Meldungen von sogenannten Horrorclowns. Sie erschrecken Spaziergänger oder greifen sie sogar an. Doch was tut man, wenn so ein Depp plötzlich vor einem steht? Weglaufen oder darf man ihn sogar angreifen? Jill Rosendahl. Ja, bei dieser Story kriegt man Gänsehaut. Auf dem Heimweg einer Familienfeier entdeckt ein junger Mann ein völlig zerstörtes Unfallauto. Dann stellt er fest, es ist der Wagen seines eigenen Bruders, der die Party kurz vor ihm verlassen hatte. Er holt den 24-Jährigen direkt aus dem Wrack und rettet ihm dadurch womöglich das Leben. Tim Korge. 3D, 4D, Virtual Reality. Momentan ja ein Riesenthema und wirklich alle stehen drauf. Außer der Künstlerin Alexa Made. Die macht, wie ihr hier sehen könnt, genau das Gegenteil. Denn sie bemalt Menschen, Gegenstände und Wände so, dass sie aussehen wie ein lebendiges Gemälde. Aber eben in 2D. Maike Gehring mit den beeindruckenden Bildern. In über 50 Ländern ging es für James Arthur auf Platz 1 der Charts mit diesem Song. Doch hinter der Kuschelstimme versteckt sich ein ziemlicher Bad Boy. Auf den Erfolg folgten Skandale, bis ihn das Label sogar rausschmiss. Mit seinem zweiten Album soll jetzt aber alles wieder besser werden. Marc Schmier verrät euch mehr. Ja, und wir verabschieden uns damit in den Feierabend. Weiter geht es dafür mit den Geissens und Rapper K1 in Saint-Tropez. Macht's euch gemütlich und bis morgen.